Hi, meine Lieben. Ja, hier bin ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mal ein riesen Kompliment an euch. Also, wie soll ich das euch sagen? Also, nach meinem Video. Also da war ich ja echt noch ganz zerstört. Erstmal sage ich euch, es geht mir besser. Ich habe es ein wenig verdaut. Ich habe auch meine Leichtigkeit wieder. Ich kann wieder klar denken. Ja, es geht mir gut. Natürlich hat man immer noch seine Bedenken, was wird kommen und wie wird es weitergehen. Aber es ist okay. Also es ist okay. Ich kann nichts ändern an der Situation. Ich kann es nicht rückgängig machen und es ist nicht meine Schuld. Und ja, es ist halt so. Dann zu euch, meine Lieben. Also ich weiß, es gibt viele YouTuber, die immer so mit, ich weiß nicht, mit Blumen umher schmeißen und so. Aber bei meinem letzten Video, Leute, ich probiere es euch jetzt mal zu erklären. Ihr habt mir Sachen geschrieben, jeder einzelne von euch, sogar Leute, die sich nicht trauen, was zu schreiben oder nie was schreiben, haben mir Sachen geschrieben. Ehrlich, Leute, ich habe echt geglaubt, ich kenne euch 100 Jahre. Ich habe jedes einzelne Wort aufgesaugt. Das war, als würdet ihr hier gegenüber sitzen und mir das erzählen, was ihr da geschrieben habt. Ich kann nur sagen, das kommt echt von Herzen, Leute. Ich wünsche jedem YouTuber hier solche Zuschauer wie euch. Also, ich habe das Video auch nicht gelöscht. Es ist noch immer da, aber ich habe es auf privat geschaltet. Ich schaue mir die öfters an und ich habe mir gedacht, 2 Wochen reichen, das stehen zu lassen, weil meine treuen Zuschauer schauen die Videos sowieso schneller an als gedacht und ich glaube, 2 Wochen Zeit ist genug für das anzusehen und alle anderen, die das dann sehen wollten, wäre sowieso nur gewesen, um sich daran zu ergötzen oder sich daran zu erfreuen, dass mir auch mal was Negatives passiert oder so. Aber ich bin euch echt so unendlich dankbar und glaubt mir, jeder, der geschrieben hat, der auch in einer ähnlichen Position war oder ist, ich drücke euch so fest die Daumen, dass es euch auch wieder besser geht oder dass es euch nicht passiert. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich echt jetzt verstehe, was ich vorher nie verstanden habe. Jeder, der was Negatives erlebt hat oder so, dass er nichts mehr machen konnte. Also ich konnte echt jetzt 2 Wochen gar nichts tun. Ich bin herumgelaufen, wie die Sandra immer sagt, wie ein Kopf ohne Huhn. Wie ein Huhn oder Kopf, nicht wie ein Kopf und Huhn. Ist fast das Gleiche, ne? Ja, also ich bin hier herumgerannt, ich konnte echt nichts tun. Ich kriegte nichts auf die Reihe, ich konnte nicht mehr klar denken, ich konnte gar nichts. Ich bin nur noch so, ja, aber jetzt geht es wieder besser. Ich konnte sogar, die 2 Wochen habe ich keine Wolle angefasst, ne? Ich habe sie nicht mal angeschaut, ich habe sie nicht mal in die Hände genommen, ich konnte es echt nicht tun. Und jetzt verstehe ich alle Leute, die irgendwas erlebt haben, was Negatives, Schreckliches, jetzt keine kleinen Dummheiten so, aber dass die wirklich nicht mehr auf die Reihe kriegen. Also das kann ich verstehen. Und wenn die jetzt denn nicht so solche Leute um sich haben, wie ich habe, die einen wieder aufbauen und die einen wieder aufmuntern und einen, dass die denn untergehen. Also ich kann es verstehen. Ich kann es jetzt echt verstehen. Aber Leute, es geht mir wieder gut. Ich werde euch natürlich immer wieder auf dem Laufenden halten.
Und ja, ich habe aber auch noch ein bisschen was geschafft die letzte Woche. Da habe ich noch was fertig gemacht. Also das habe ich noch getan. Aber ich wollte euch echt sagen, vielen, 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 vielen Dank für euren Worte. Ich sag euch, es sind keine leeren Worte, wo ich euch sage. Es hat mir sehr, 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 sehr viel geholfen. Jeder, der mir geschrieben hat, ob das Privatnachrichten waren, ob das auf Facebook war, ob das auf WhatsApp war, ob das auf egal wo das war. Ihr habt mir echt so viel Freude damit gemacht und es hat mir echt geholfen, mich wieder menschlich zu fühlen und doch ein Teil dieser Gesellschaft zu bleiben, weil man ohne Arbeit fühlt man sich halt eben so, ne, dass man irgendwie nicht mehr dazugehört. Irgendwie. Also, ja, so, ne? Ja. Aber nun mal wieder zu was Strick. Ich habe mir auch mit der Mireille wieder Wolle bestellt bei der Glory. Ein bisschen ein kleines Seelenpflasterchen, ne? Das pflastert die Seele so ein bisschen zu, ne? Das hat gut getan. Ja, und ich glaube, das dauert aber noch ein bisschen. 2, 3 Wochen, bis die ankommt. Was zeige ich euch? Ich zeige euch jetzt einfach nur noch schnell 2 fertige Projekte. Im Grunde ist das hier echt nur ein Video, um euch echt Danke zu sagen, ihr Lieben. Ihr seid einfach der Hammer. Und alle, die neu dazugekommen sind, schaut euch einfach die Videos an. Das letzte Video ist halt eben dann für die Leute, die mich besser kennen und das hat mit euch nichts zu tun und das wird euch im. Vielleicht könnt ihr es verfolgen. Natürlich werde ich euch mitteilen, wie es weitergeht und so. Aber es werden jetzt wieder regelmäßige Videos kommen und ja, ich bin wieder dabei. Ne? Ich habe mich gut erholt und das ist alles okay jetzt. Und ja, und mein Kanal hier ist ja voll explodiert, muss ich sagen. Ne? Da sage ich auch vielen Dank und herzlich willkommen alle neuen Zuschauer. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß hier. Wir sind eine sehr, sehr, sehr schöne Gruppe hier. Also ihr konntet euch keinen besseren Kanal aussuchen, ne? Als bei mir beim Wollmessi und meinen lieben, 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 lieben Zuschauern. So, was habe ich fertig? Ich habe fertig das Supertuch von dem Mystery Call. Der Silence ist fertig. Und er ist wirklich mega klasse geworden. Ich zeige euch von der richtigen Seite. Das ist der fertige Silence. Ne? Der ist doch klasse geworden. So. Ne? Ist der nicht schön? Den finde ich schön. Wenn ihr den nachmachen wollt, findet ihr auf Ravelry. Und das Silence. Mystery Call. Ja. Also ihr könnt euch sie für Anfänger gut, für Fortgeschrittene gut, für Fortgeschrittene ist es gut, für beim Fernsehen zu stricken und für die Neuen ist es gut, ein bisschen Übung zu kriegen. Also es ist wirklich nicht schwer und er sieht mega klasse aus. Er hat einen super Effekt und ich finde ihn echt schön. Ne? Und ihr könnt auch bei Angies Wollplaudereien reinschauen auf ihrer Ravelry-Gruppe. Da könnt ihr auch die fertigen Projekte sehen. Da sind einige sehr, sehr schöne Sachen dabei, muss ich sagen. Ihr könnt ja die Farbkombination gestalten, wie ihr wollt. Super, super schön. Und mein RWO ist fertig. Tada! Tada, 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 tada. Mein erster selbstgemachter RWO. Er ist sehr schön geworden. Nur, ich habe mich ein bisschen verschätzt mit den Ärmeln. Also die hätten ein bisschen länger sein können. Aber jetzt weiß ich's, dass nächstes Mal die Ärmel ein bisschen länger sein können. Aber ich werde ihn noch waschen. Hier habe ich unser Etikett drauf. Wir haben ja auch schon unsere eigenen Etiketts, ne? Mireille und ich, wir sind ja schon fast sehr professionell. Ja, ich werde ihn waschen und dann werde ich die Arme ein bisschen auseinanderziehen. Vielleicht ist das okay, dann reichen die Ärmel auch. Aber ich bin sehr stolz drauf und der ist klasse. Er sitzt top.
So, und was habe ich angefangen? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle bei Facebook seid, aber bei Facebook kommen manchmal so Erinnerungen, ne, die ihr vor 2, 3 Jahren mal gepostet habt. Und da kam eine Erinnerung von einem Candle Flame. Und da habe ich gedacht, da hast du schon so lange keinen Candle Flame mehr gemacht. Hab Schluss drauf bekommen. Und jetzt mache ich einen. Schau mal. Soweit bin ich. Und habe mir den da jetzt gemacht. Ach ja. Und das werden diese Farben werden. Ist mega klasse, die Farbe, ne? Toll. Und wenn ihr seht, welche Bubbelchen ich mir geholt habe bei der Glory, ich sag euch, da werdet ihr eifersüchtig werden. Die sind ja so mega klasse. Ja, und den Mystery, den mache ich mir ja nochmal in den gleichen Farben, also in einen anderen Farb. Da habe ich aber noch nicht ganz viel geschafft. Schau mal. Zu viel. Mehr ist es noch nicht geworden. Aber wie gesagt, Leute, ich bin jetzt wieder voll drin. Und ich habe schon ein paar Projekte. Es gibt ein Geschäft hier in Luxemburg. Die suchen Leute, die nachmittags zum Beispiel Häkelkurse geben können für Granny Squares oder so. Und ich werde mich da mal melden. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe auch mir vorgenommen, wie jeder mir das gesagt hat, fast jeder, ausschließlich jeder hat gesagt, ich soll mir eine kleine Pause gönnen und die Zeit finden, um abzuschalten, weil im Moment arbeiten wir ja noch ein bisschen, ne? Wir müssen ja das Lager leer machen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, dann vielleicht, entweder bleibe ich die 6 Monate echt hier zu Hause und dann mache ich mich mal auf die Suche, oder wenn mir die Zeit zu lang wird, werde ich eher was suchen. Mal gucken. Aber ich werde die Zeit echt nutzen, vielleicht für meine kreative Seite, und dann kann ich all das machen, wo ich vorher die Zeit nicht dazu gefunden habe, ne? Ja. Ist doch auch mal was Positives, ne? Man sollte, ich glaube, es hat also ein Kommentar, ich müsste mal nachsehen, wer das geschrieben hat, aber das hat mir wirklich zu denken gegeben, weil da hat jemand geschrieben, man bewertet den Menschen, also man bewertet sich als Mensch nach dem, was er auf der Arbeit leistet. Und das ist falsch, hat sie geschrieben. Und das ist ganz richtig. Wenn ich mir jetzt das durch den Kopf gehen lasse, ist das wirklich so. Man bewertet sich echt dadurch, was man auf der Arbeit leistet, ne? Im Grunde sollte man sich doch bewerten für das, was man außerhalb der Arbeit macht, ne? Das bist du ja im Grunde doch. Weil auf Arbeit machst du ja das halt, was der Chef oder was die Gesellschaft von dir erwartet. Und ja, jetzt werde ich so philosophisch, ne? Nee, das passt doch nicht zu der Sonja, ne? Nein, also, ich bin wieder fit, ich bin wieder okay, ich bin wieder nicht gerade die Alte, aber fast, ne? Fast, es dauert nicht mehr. Ich denke noch 1, 2 Wochen, dann habe ich das Ganze richtig verdaut. Und dann habe ich mit der Sache hoffentlich abgeschlossen. Nein, abschließend, glaube ich, kann ich damit nicht. Aber ich spüre wieder das Feeling in mir, und das ist das Wichtigste. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und nächstes Mal bekommt ihr mehr zu sehen, ne? Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, wenn ich das Video bei Zeiten hochgeladen bekomme. Wenn nicht, dann noch eine schöne Woche, und bis das nächste Mal. Und nochmal vielen, vielen Dank.